begeisterten Mamas und Papas und natürlich auch hallo an die Kinder. Ich bin Sarah von Librileo und stelle euch das Buch vor. Hilfe, dieses Buch hat meinen Hund gefressen. Von Richard Byrne. In dem Buch geht es um ein Mädchen namens Bella. Das Mädchen geht mit ihrem Hund spazieren. Hier sieht man die beiden. Und etwas sehr Seltsames passiert. Der Hund wird von den Seiten gefressen. Der Hund ist also jetzt verschwunden. Seht ihr hier? Auch Bellas Freund Ben kann ihr nicht helfen. Er kommt vorbei und schaut, was denn da passiert. Auch Ben verschwindet. Dann holt Bella Hilfe von dem Hunderettungsdienst. Und auch dieser verschwindet. Deshalb beschließt sie selber, der Sache auf den Grund zu gehen. Und auch Bella verschwindet. Kurz darauf kommt eine Nachricht, auf der steht, dass der Leser das Buch schütteln soll. Das tun wir jetzt zusammen. Schaut mal. Und noch ein letzter Schüttler. Wir schütteln das Buch. Und Bella und der Hund und der Rettungsdienst und natürlich auch Ben kommen heraus. So, also wir empfehlen das Buch, weil es einfach unfassbar witzig ist, die Kinder sich totlachen und sehr viel Freude am Schütteln haben. Die Eltern haben auch sehr viel Freude am Schütteln natürlich. Das Buch hat 34 Seiten und ist vom Belz Verlag.